Meine Damen und Herren, es tut sich etwas in Deutschland. Da gibt es eine neue Partei, die erklärt, man kann ja an der Grenze Schusswaffen gegen Frauen und Kinder einsetzen. Sie bezeichnen mich wiederholt als rassistischen Hetzer. Ja. Nennen Sie mir einen einzigen Satz, wo ich je so etwas wie Hass zu erkennen gegeben hätte. Herr Meuthen, Sie sind Vertreter einer rechtsradikalen Partei. Die Leute haben Ängste, die schüren wir nicht, die sind da. Und das sind Überfremdungsängste. Und das ist doch, also spätestens mit der Kölner Silvesternacht ist das doch deutlich geworden. Der, der sich nicht integrieren, nicht anpassen will, ja, der die deutschen Werte und Kulturen und Leitfaden, hallo, der, wo das nicht akzeptiert und nicht annehmen will, muss raus. Wir erleben im Moment einen Siegeszug. Und so gibt es wieder etwas zu wählen im Land. Vom links-rot-grün verseuchten 68er Deutschland, von dem wir die Nase voll haben. Und noch was Seiten, Zusatzanträge. Da stehen ja teilweise schon recht wirre Dinge drin, die also offenkundig ja nicht mit dem Grundgesetz in Übereinklang stehen. Hier ist natürlich ein hartes Wort, aber ich formuliere es mal mit einem anderen Adjektiv. Manches ist recht exotisch. Ja.